Ja, Mahlzeit oder auch einen schönen guten Tag. Das Jahr ist vorbei und deswegen heute das letzte Video. Zunächst einmal kommt gesund ins neue Jahr, lasst euch den Spaß nicht verderben. Es ist ja jetzt nicht so viel möglich zu Silvester. Macht das Beste draus, ich werde auf jeden Fall mich auch mit ein paar Freunden zusammensetzen. Und wir gucken uns heute ein paar neue Minifiguren an. Ja, das letzte Video, das muss natürlich gebührend sein. Und deswegen Road to 1500 Minifiguren, die 9. Folge. Es sind wieder ein paar schöne Sachen dabei. Leider fehlt an sich noch etwas, dann wird das halt, also viele Minifiguren, die ich noch gekauft habe, die sind jetzt leider nicht mehr richtig rechtzeitig angekommen. Und von daher müssen wir die uns dann im nächsten Jahr angucken. Zunächst einmal beginnen wir mit dem neuen Snowtrooper Battle Pack. Ich habe es ja schon vor Release bekommen, Review ist ja auch online. Wir haben hier drei von diesen neuen Snowtroopern mit dabei. Leider kein Backpack. Das ist etwas schade, fand ich an sich ziemlich cool. Wobei, wie auch im Review gesagt, es ist keine ideale Variante, das an den Helm zu machen, aber halt auch nicht zu bauen. Also da müsste Lego sich vielleicht mal noch was einfallen lassen. Ansonsten ist dann hier auch noch der Scout Trooper mit dabei gewesen. Sind auf jeden Fall coole Figuren, das Battle Pack, das werde ich mir auch noch das ein oder andere Mal holen. Im Vergleich dazu habe ich hier passend das alte Snowtrooper Battle Pack. Auch ein cooles Battle Pack, aber wenn wir uns jetzt nur die Figuren angucken, dann gefällt mir das neuere deutlich besser. Der Preis ist natürlich nochmal eine andere Sache. Auf jeden Fall hier der Vergleich, da haben wir dann gleich hier den Snowtrooper mit dem angebrachten Backpack am Helm. Ja, muss sich Lego, wie gesagt, noch was einfallen lassen. Davon haben wir dann zwei mit dabei und nicht drei, sondern wir haben dann hier noch einen höherrangigen Offizier mit dabei und hier diesen AT-AT-Piloten. Der hat ja hier auch einen Backpack mit dabei, zumindest habe ich ihm das gegeben. Und das ist ja einfach nur zwischen den Kopf gesteckt, also das kann man hier ganz einfach abnehmen. Also das kann man hier ganz einfach abnehmen. Das ist natürlich auch noch eine Variante, wenn sie hiervon eine neue Variante auf den Markt bringen. Ich glaube, das würde gut passen, weil dann hat man die Option, das abzunehmen, kann die Figuren hinsetzen, aber das Backpack ist zumindest mit dabei und nicht weggespart. Außerdem dann hier noch mit dabei, ich habe ja einige Figuren auf eBay Kleinanzeigen bekommen, ein paar Old Republic Figuren, unter anderem hier Jack 14, wenn ich mich jetzt nicht irre. Oder er hat eventuell auch einen anderen Namen. Sollte es falsch sein, dann blende ich den Namen, also den richtigen Namen ein. Ansonsten dann hier auch noch die Dame mit dabei. Ziemlich cool, also die Figur, aber auch so im Spiel. Ich habe das Spiel zwar nie wirklich gespielt, aber mir immer diese Kurzfilme angeguckt und die sind wirklich Hammer. Von The Old Republic, also solltet ihr das noch nicht gesehen haben, schaut euch das unbedingt mal an. Ja, und dann hier noch dieser Astromech, also schon ziemlich aufwendig, hier mit einigen Prints und so weiter. Coole Figur, gefällt mir. Als nächstes kommen wir hier zu den Figuren aus dem Adventskalender. Dazu habe ich ja kein extra Video gemacht, weil ich fand den jetzt einfach nicht spektakulär. Wir haben hier einen normalen Stormtrooper mit dabei. Leider jede Figur ohne eine Waffe. Das finde ich schon traurig. Klar, es sind noch diese Waffenständer mit dabei, damit kann man die Figuren ausrüsten, aber das ist an sich doppelt gemoppelt. Man hätte jeder Figur eine Waffe in die Hand drücken können, dann hätte man sich die Waffenständer sparen können und dafür was anderes reinpacken können. Aber gut, das sei uns nicht gegönnt. Ansonsten da eben noch der Tuskenräuber und der Scout Trooper, hier nochmal IG-11, soweit ich weiß. Und ja, hier noch Mando exklusiv mit seinem Schalprint und ich habe ihm hier noch Baby Yoda mit dazu gegeben. Auch exklusiv hier mit seinem roten Torso, mit seinem roten Weihnachtstorso. Also ja, zwei exklusive Figuren sind aber, denke ich mal, jetzt auch nicht extrem teuer, weil die sind schön, aber jetzt nichts Atemberaubendes. Des Weiteren haben wir jetzt hier noch einen Haufen Clone Wars Stuff und wir beginnen einfach mal mit dem Duell on Mandalore. Hier der exklusive Maul, schon eine coole Figur. Gefällt mir auf jeden Fall gut. Ja, sein Lichtschwert hier, da müssen wir mal gucken, dass der hier nicht Mando absticht. So, und Ahsoka, ja, die ist ja aus dem AAT,
eine Hammerfigur und ich habe sie jetzt zum dritten Mal, weil wenn ich so ein Set öffne, dann hole ich mir da auch beide Figuren raus, auch wenn ich sie dann schon mehrmals habe. Außerdem dann hier noch die beiden Figuren aus dem UCS Republic Gunship Mace Windu, habe ich ja auch gesagt, nichts Besonderes, wirklich absolut nicht, auch wenn er exklusiv ist. Und dann hier noch der Klon Commander, der ist ja eine Zeit lang jetzt exklusiv gewesen, aber er wird es nicht bleiben, denn wir bekommen ja morgen einen, also genau den gleichen bekommen wir. Echt schade, also warum man das macht, dann hätte man doch irgendwie Cody mit reinpacken können. Ich verstehe es nicht, die Figurenauswahl da von Lego. Des Weiteren, wir waren eben bei dem Duell on Mandalore und ich habe hier auch nochmal ein paar Mandalorianer bekommen aus dem Mandalorianer Battle Pack. Es sind die älteren, aber sehr, sehr coole Figuren. Also viermal die gleiche Figur, alle mit einer anderen Waffe, damit kann ich durchaus gut leben. Das ist so, dass die verschiedene Waffen haben. Das passt auch meiner Meinung nach irgendwie. Hier dann einer mit einem normalen Blaster und einer mit einer gebauten Waffe. Also wirklich richtig coole Sache. Nehme ich auch immer mit, wenn ich das kriege, weil solche Mandalorianer, davon kann man gerne ein paar mehr haben. Und ja, wenn die Armee dann wächst, dann hat Pre Vizsla beim nächsten Video, wenn ich meine Sammlung zeige, noch ein paar mehr Mandalorianer hinter sich. Hier dann noch richtig krasse Figuren, habe ich mich so dolle drüber gefreut, dass ich das nochmal bekommen habe, und zwar das 212. Battle Pack. Hier mit einem Airborne Trooper und diesem Kama, das zweimal, alle in einem super Zustand, richtig coole Sache und auch zu einem vernünftigen Preis bekommen. So wünscht man sich das. Hier dann noch normale 212. Trooper. Ach, das ist einfach schön, diese Figuren zu bekommen, und davon habe ich zwar schon einige, aber auch hier, das können nie genug sein. Das hatten die Battle Packs damals alle gleich. Davon hätte man sich so viele holen können und es wäre nie genug gewesen. Einfach eine richtig coole Sache. Hier dann noch ein normaler Phase 2 Klon, nehme ich auch immer mit, wenn ich den Microfighter da sehe von dem Klon Turbo Tank. Die Figur, die kostet so ungefähr 10 Euro und wenn man das Set für unter 10 Euro kriegt, dann macht man damit nichts falsch. Weiter geht's mit den Figuren aus dem Bomb Squad und ARF Trooper Battle Pack. Da haben wir erstmal zwei Bomb Squad Trooper. Sind jetzt nicht meine Lieblingsklone, aber ja, Klone sind immer geil. Wen ich hingegen richtig, richtig cool finde, habe ich als Kind auch sehr, sehr gerne mitgespielt. Das Battle Pack hatte ich auch das ein oder andere Mal. Einen ARF Trooper. Richtig, richtig cool. Und ja, hier dann auch noch eine Figur, die nicht unbedingt mehrmals da sein muss. Aber wenn sie jetzt mit dabei ist und man es zu einem vernünftigen Preis bekommt, dann nimmt man auch den Kollegen hier mit. Hier dann auch noch die Figuren aus dem Battle on Tsulukumai Battle Pack. Hier mit Commander Neo. Auch eine ziemlich coole Figur, habe ich jetzt das zweite Mal. Und ja, über Droiden freue ich mich auch sehr, vor allem über Superkampfdroiden. Zwei schöne Superkampfdroiden mit dabei, sehr, sehr gerne nehme ich die. Und ja, zwei normale Battle-Droiden kann ich auch immer mitnehmen, sehr gerne. Von daher ist das hier wirklich richtig schön was für die Masse. Und davon war dann hier noch einer mit dabei, aber ohne Waffe und ohne geraden Arm. Also keine Ahnung, warum die das damals gemacht haben. Hätte man wenigstens optional mit dazulegen können, weil der hier hat einen Step gesteuert. Wir kommen zum Umbara-Set und ja, erstmal sind zwei von diesen Umbaranern mit dabei. Finde ich tatsächlich auch, ist eine coole Figur. Also es gibt ja auch richtig krasse Umbara-Mocs. Ich würde auch gerne da was bauen, aber das könnte noch lange dauern, weil dann braucht man wirklich einige Umbaraner, um das Mock auch vernünftig aussehen zu lassen. Weil wenn, dann würde ich natürlich so eine Schlachtszene gerne darstellen. Hier dann noch der 212. Klon, für mich sehr interessant. Ich habe den einmal, der unterscheidet sich insofern, dass der eine hellere Bedruckung hat. Also der hier aus dem 212. Battle Pack ist ja richtig orange und der hier geht eher in Richtung gelb. Und deswegen wollte ich den nochmal haben, damit der eine, den ich bisher besitze, nicht so alleine dasteht. Ansonsten ist dann hier auch noch Ahsoka mit dabei.
mit ihren beiden Lichtschwertern auch eine sehr, sehr coole Figur. Wobei ich sagen muss, ja, also da ist die neuere Ahsoka schon viel krasser. Vor allem dann hier auch mit ihrem Kopfteil. Das hier ist ja etwas kürzer. Klar, sie ist auch jünger, ergibt absolut Sinn. Außerdem, wir hatten es letztens im Review, die 75012, die Figuren. Leider fehlt hier ein Kommando-Droide. Den muss ich mir dann noch nachkaufen, damit ich dieses Set dann halt auch komplett habe. Aber auch zu einem guten Preis bekommen. Hier dann noch Obi-Wan. Der soll exklusiv sein. Ja, kleiner Print ist dann bestimmt anders. Und natürlich das Highlight, Captain Rex Phase 2 in einem Top-Zustand. Podrin, Karma mit dabei, so wie es sein muss. Exklusives Gesicht, also individuelles. Und ja, Rex einfach eine Hammerfigur. Von daher muss ich den jetzt hier auch natürlich mit nach vorne stellen. Also der muss in der ersten Reihe stehen, eindeutig. So, das war's mit den Figuren, die ihr auf dem Schirm gehabt haben könnt. Aber ich habe hier noch zwei Figuren. Zu denen werde ich nicht viel sagen. Guckt es euch einfach mal an. Zu dem Set, das ich gerade baue, habe ich noch nichts hochgeladen. Dazu kommt aber nächstes Jahr ein Video. Und ja, ich denke mal, einige werden wissen, um welches Set es sich handelt, wenn sie die Figuren jetzt hier sehen, die beiden Kollegen. Sie sind jetzt schon mit in der Minifiguren-Armee. Und ja, dann kommt nächstes Jahr hier auf jeden Fall ein Video zu diesem Set. Achso, was ich hier gar nicht gezeigt habe, der hat hier eine sehr, sehr schöne Armbedruckung. Ich hoffe, man kann es sehen. Da mit dem Zeichen vom Imperium. Schöne Sache. Also, es sind jetzt 48 Minifiguren dazugekommen. Wir waren bei 1123 Figuren und dadurch haben wir jetzt 1171 Minifiguren. Also, die Armee wächst und wie schon zum Anfang erwähnt, ich habe da auch noch ein paar Minifiguren, die dann schon Anfang des Jahres dazukommen. Von daher, die 1200, die werden wir direkt am Anfang des Jahres brechen. Und dann ist es ja zwar noch einen Weg bis zur 1500, aber es ist gar nicht mehr so viel. This is the way. This is the way. This is the way. Es kommt dann drauf an, wie sich auch Deals ergeben und wie dann halt auch die Sets werden. Aber die Sets, die so angekündigt sind, die sind schon mal vielversprechend. Also der AT-ST, den werde ich mir einmal holen. Das Snowtrooper Battle Pack werde ich mir auf jeden Fall noch 2-3 Mal holen. Dadurch kommen nochmal viele Minifiguren dazu an Masse so. Und diese kleinen, ja, ich sag mal auch Battle Packs, diese Figuren-Packs, die es exklusiv bei Lego gibt, da werde ich mir das Figuren-Pack auch 2-3 Mal holen und das Rebellen-Pack einmal bestimmt oder auch 2-mal mal gucken. Dadurch kommen auf jeden Fall noch einige Figuren dazu und ich hoffe, dass sich auch ein bisschen mehr wieder auf eBay Kleinanzeigen ergibt. Ansonsten, wie gesagt, einen schönen Abend heute. Wir sehen uns dann im nächsten Jahr. Teil gerne mit, welche Figur du hiervon am besten findest. Bei mir ist es eindeutig Rex und ich glaube, der ein oder andere wird mir dazu stimmen. Und ciao!